Auch wenn der Hochsommer in Deutschland bisher sehr wechselhaft verlief, von Sonnenschein bis hin zu Gewittern war ja ständig irgendwas dabei, er war vor allen Dingen in der letzten Zeit eins, nämlich sehr, sehr warm. Und warm, beziehungsweise sogar mehr als warm, wird auch das nächste Wochenende. Das schauen wir uns hier an. Die Wetter- und Temperaturkarte von Europa zeigt, dass wir immer noch so an der Grenzregion zwischen dem gemäßigten Norden des Kontinents und dem heißen Süden sitzen. Aber jetzt zum Wochenende startet diese Heißluft einen neuen Anlauf, weil sich hier über Mitteleuropa ein Hochdruckgebiet entwickelt und im Verbund mit den Tiefs weiter draußen auf dem Atlantik kommt eben die heiße Südluft zu uns langsam in Wallung und es stehen höchstwahrscheinlich dann Anfang der nächsten Woche die bisher heißesten Tage des Jahres ins Haus. Doch dazu nachher mehr. Erstmal fangen wir mit dem Samstag an und da ist es über der norddeutschen Tiefebene und an den Küsten zeitweise stark bewölkt. Es fällt gelegentlich ein bisschen Regen, aber zwischen den Wolken kommt im Laufe des Tages auch mal etwas die Sonne durch, weil der Wind sehr kräftig weht und böig, vor allem an den Küsten, und der putzt da so ein bisschen im Laufe des Tages ein wenig den Himmel frei. Je weiter es nach Süden geht, umso mehr kommt die Sonne raus. Wir kriegen hier spätestens von der Mitte ab nach Süden einen schönen Tag, heiteren Tag, es bleibt trocken und es wird auch warm. Das fängt zum Beispiel bei 19 bis 6, 27 Grad im Norden an und endet bei bis zu 29 Grad im Süden und entlang des Rheins werden Samstagnachmittag auch ein bisschen mehr als 30 Grad. Am Sonntag setzt sich dieser Trend weiter fort. Es wird noch heißer bzw. sogar noch schöner. Also in ganz Deutschland scheint die Sonne den ganzen Tag über. Wir kriegen kaum Wolken, nur manchmal dünne Wolken und lediglich hier über den Alpen könnte sich dieser Wolkenschleier etwas verdichten und hier könnte, aber wirklich nur eventuell, kann so gegen Sonntagabend mal ein ganz vereinzeltes Gewitter auftreten. Sonst bleibt es trocken und es wird sehr warm. 20 bis 28 Grad im Norden, bis zu 32 Grad sind im Süden drin und entlang des Rheins werden es auch mal locker 33 Grad. Und dieser Trend setzt sich ebenfalls noch weiter fort und zwar Anfang der nächsten Woche. Da kommt die Heißluft noch mehr in Wallung und wir bekommen höchstwahrscheinlich zwischen Montag und Mittwoch um die 35 Grad Spitzentemperatur und nicht nur das, der Hitzepol zu dieser Zeit wird wahrscheinlich so sein, zwischen dem Osten Österreichs, Kroatien, Ungarn und dem Süden Polens, dort können es deutlich mehr als 40 Grad werden und wahrscheinlich werden da stellenweise und regional auch die absoluten Hitzerekorde pulverisiert. Auch wenn in Deutschland die Hitze nicht so krass ausfallen wird, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein warmes bis heißes Hochsommerwochenende.